So, mal schauen. Aha, endlich hat er mal einen Ring überm Kopf. Der Typ. Wie kann ich zu Diensten sein? Alter, Level 38. Eine rote Quest, die gibt viel Erfahrung, auf jeden Fall. Wenn wir die abgeben, haben wir wahrscheinlich gleich Level 34 oder so. Mal gucken. Seid ihr schon in dem... wie sprechen wir den denn? Dem haben wir, glaube ich, noch gar keine Stimme gegeben. Seid ihr schon in dem Lager unserer Brüder in den Nordhöhen gewesen? Das einst so schöne Esselin dient uns auch heute ehrenvoll als Standort, an dem wir unsere Waldläufer ausbilden und auf den Kampf vorbereiten, während die Streitkräfte Angmars aus den örtlichen Öden heranströmen. Nicht, dass wir hier eure Hilfe nicht brauchen, aber vielleicht könntet ihr mit Netur in Esteldin sprechen. Ich habe gehört, dass sich die Lage dort auch zugespitzt hat, nachdem die Orks in immer größerer Zahl in die Gegend kommen und unsere Leute zu überwältigen drohen. Warum werde ich denn jetzt wieder zu den Waldläufern geschickt? Ich will doch für Aragorn das Schwert holen. Oder gehört das da noch mit dazu? Das ist eine Rufquest. Ernsthaft? Naja, potze ich mich da mal hin. Ich war zu schnell. Schade. So. Oh. Ja doch, in Esselin bin ich. Ach, guck mal an. Da haben sie jetzt auch mal Häuser hingemalt. Das ist neu, oder? So, wo bin ich genau? Ah, auf der Seite, okay. Was benötigt ihr? Kalenglad hat euch geschickt. Ha, und ich dachte hier, dass sie dort eure Hilfe vielleicht nötiger brauchen als wir. Aber es stimmt schon, mir gefällt ganz und gar nicht, wie sich die Dinge hier entwickelt haben. Die Orks sind uns zahlenmäßig bei weitem überlegen und es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann die letzte Bastion des Nordens angegriffen wird. Ernsthaft jetzt? Eine Bitte an die Erdsuppe. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Erdsuppe, sollte ich da hin? Oder nicht? Ich würde gerne wissen, was das soll. Warum ich... Meister der Schwarzen? Besiegt die Trolle in Dol Dhin. Ich habe hier noch eine Quest offen. Und dann? Na gut, wenn ich die noch offen habe, dann mache ich die jetzt mal. Sollte ja schaffbar sein. Bin ich ja mal gespannt, ob ich das schaffe. ich nehme dann doch lieber die Straße. Ost-Nahen-Amluk, so. Ich habe irgendwie das Gefühl, die ganze Karte haben sie jetzt
Hier sind ein paar Gebäude und da und hier. Da waren doch vorher nicht... Hier auch? Da waren doch vorher keine Gebäude. Hier sind jetzt auch Gebäude hingemalt. Guck mal, hier ist das hier sogar zu sehen. Zum Südviertel kann man immer noch nicht. Vielleicht geht das irgendwann mal. Ich stehe hier mitten in der Pampa und parke. Unglaublich. Fall der Erzsippe. Nö, nö. Ihr könnt mich verfolgen, wie ihr lustig seid. Ihr werdet mich nicht kriegen. Ich bin viel zu schnell für euch. La 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 la. So, immerhin auf der Straße schon mal angekommen. Warum da allerdings ein Ring ist, tja, das werden wir gleich sehen. Hier wird das Licht schon anders. Ich wollte gerade sagen, ihr holt mich auch nicht vom Pferd. Tja, und schon liegt er. Ihr seid nun hier. Doll dienen. Ich will aber jetzt nicht gegen Orks kämpfen, ich will die Trolle platt machen. Na komm. Besiegt, please, besiegt, 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 besiegt. Nö, keine Lust. Der kommt auch wieder zurück. Hoffe ich mal. Ja. So, dem lege ich jetzt mal eine Falle aus.
schon mal einen besiegt. Jetzt müsste ich nur noch 16 Mal warten, bis der respawnt. Dann brauche ich nicht lange suchen. Der Letos ist da. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Ach, hier, das Katapult. Komme ich hier hoch? Muss ich mich jetzt echt hier durchkämpfen? So, dann schieße ich den mal mit Barts Pfeil ab. Und den anderen hole ich mir. Schon mal der erste Platt und ich bin's auch fast. Ach du meine. Achso mal, das war doch mal eine perfekte Kombi, oder? So, sehr schön. Halt das hier so stark wieder? Uhuhuhu. Jetzt erstmal gucken, wo der hin lang läuft. Sammeln. Erfolg? Belagerungskunst? Das ist ja alles Gruppenaufgabe. Warum ist das hier nicht eine Gruppe? Ach, das ist auch eine Gruppenaufgabe. Ups. Ja, also einen hätten wir schon. Ja, dann. Was haben wir hier denn noch? Passage des Schattens. Okay. Nee, guck mal, da unten ist ja wieder. So. Ich sag ja, einfach warten, bis die wieder respawnen. Dann kann man die auch schaffen. Dann braucht man A, nicht lange suchen. Und den hier kann man ja noch einigermaßen ungefährlich platt machen. Aber es dauert zu lange. Nee, nee, nee. Ach ne, hier sprecht mit einem Waldläufer am Koloss, da kann ich mich ja mal hinporten. Und kann von da aus dann darüber reiten. Huch. Sardan. Okay. So, nehme ich mal den Stallmeister mit. Was kann ich für euch tun? Den und die Schnellreise. Dann mach doch mal. Sehr schön. Ich wüsste zu gern. Das war doch jetzt lediglich eine Rufaufgabe. Mehr nicht.
Und mehr Aufgaben hat der nicht? Hä? Der müsste mich doch... Geht's jetzt bei Aragorn weiter? Nee. Also jetzt bin ich echt verwirrt. Guck ich mal in die abgeschlossenen Reihen. Also, wir sind hier in den... in Evendim. Okay, Buch 3 habe ich fertig. Nee, müsste hier das sein. Das geborstene Schwert. Gut, das habe ich ja gemacht. Ich habe die überzeugt. So, das Leben ist ja hier. Okay, ja, das habe ich ja alles gemacht, oder nicht? Das geborstene Schwert. Das muss doch irgendwie weitergehen. Vielleicht kann das ja mal gerade jemand im Chat nachschauen. Das geborstene Schwert müsste die Reihe heißen. Weil sonst muss ich nämlich da oben zu der hier feste Vorhut. Und dann geht es irgendwie da weiter, aber ich kann mich nicht entsinnen, dass es da weiterging. Ich würde die Geschichte um Aragorn doch gerne schon mal abschließen. Also, nicht die ganze, natürlich nur um das Schwert. Könnt ihr ja mal suchen, oder? Ich mache das auch gerade mal. Ich habe ja hier mein Tablet vor mir. Worüber ich ja auch den Chat verfolge. So, wir brauchen den Widerstand. Und da die Aufgaben. Und da Schatten von Angmar. Und da Evendim. Tinundir, so. So. Okay, das habe ich gemacht. Loyalitätsbeweis. Jetzt muss ich nochmal gucken, welche ich alle gemacht habe. Genau, die habe ich gemacht. Und freundliche Blicke. Ein Freund, die Verteidigung von Haus Brumba.
Da habe ich Konflikt mit den Bären. Okay, also da müsste es weitergehen. Gut, wenn man nachgucken kann. was macht ihr denn? Was kann ich für euch tun? Wir müssen zur Feste Vorort, war das, ne? Ja, genau. Schnellreise. Und los geht das. Dann können wir nämlich da weitermachen. Und schaffen es vielleicht sogar auch schon zu Level 34. Das wäre ja schön. So, ich trinke in der Zeit mal was, während der hier reitet. Öle ein bisschen die Stimme mit frischem Wasser. So, sehr schön. Rudolf Dunklei, genau. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Ach, vielleicht habe ich das missverstanden und dachte irgendwie, ja, hier, nee, Bären habe ich jetzt keine Lust drauf. Ja, das kann gut sein. Während, wie spricht denn der? Der sieht schon älter aus. Während ihr weg wart, habe ich erfahren, dass eine Gruppe Räuber die Relikte von den Inseln herausgeholt hatten, den Bären von Tyrnfornech in die Quere kamen. Ist das nicht großartig? Anscheinend wollten sie einen großen Bogen um Tinodir machen und sind dabei ein wenig zu weit östlich geraten und bei Nan Ongon auf die Bären gestoßen. Tja, des einen Pech ist des anderen Glück, nicht wahr, Dudaka? Begibt euch südöstlich der Feste Vorort nach Nan Ongon und durchsucht die Leichen nach den Relikten, die die Räuber vermutlich bei sich hatten. Den Bären liegt nichts an solchen Dingen, also werden sie nichts dagegen haben, wenn wir sie den Waldlöffern zurückgeben. Seid den Nan Ongon auf der Hut. Die Bären unterscheiden nicht zwischen wahren Freunden der Dunedain und schurkischen Grabräubern. Ah, falsche Richtung. Das ist so dunkelgrün da oben. Seht ihr das? Da blinkt das. Bin ja mal gespannt. Ich schätze mit 34 oder 35. Apropos, wir haben doch hier bestimmt auch wieder einen Punkt, den ich vergeben kann. Ha, genau. Ja, aber in was? Hier rein? Nee, genauer Schuss. Fokus, was krieg ich hier? Schnelle Flucht. Kein Fokusverlust bei Bewegungen für kurze Zeit nach Verwendung von niedriger Schnitt. Niedriger Schnitt verursacht jetzt 3 Sekunden an Wurzeln. Beharrlichkeit. 5% Heilung von weiter vorrücken. Plus 5% Kraft von weiter vorrücken. Okay, oder Stärke. Herzsucher soll ich ja nicht nehmen. Jemand einen Vorschlag? Was haben wir hier noch? Flink und genau. Oh, plus 6% Schaden, schneller Bogen.
Ah ne, schneller Bogen. Das ist schneller Bogen. 6% Schaden ist ja mal... wäre doch was, oder? ...20% Wahrscheinlichkeit, dass schneller Schuss, also das hier, die Anwendungsverzögerung von schneller Bogen, also dem hier, von dem hier, reduziert. Und schneller Bogen bekommt dann plus 30% Schaden. Okay, die Baumelf ist raus, was das angeht. Hallo Quallen, du kommst ja quasi richtig. Was soll ich denn hier skillen? Sag doch mal. Oder der Letos kann das vielleicht ja auch beantworten. Also ich persönlich würde jetzt fast darauf setzen, und zwar komplett die nächsten Stufen, weil ich denke, dass schneller Bogen, also wenn das eine Anwendungsverzögerung verhindert, also sprich diese hier, und dass sich dieser Balken auflädt, sondern direkt rauskommt. Bäm, perfekt. Das finde ich schon sehr geil. Was ist hier? Durchdringender Schuss. Das wäre auch nicht verkehrt. Damit ist die Schadensreduzierung, also das Ziel ist quasi dann leichter verwundbar. Könnte man es übersetzen, so verstehe ich das zumindest. Ein Punkt zum nächsten Rang. Bei jeder schadende Fertigkeit, schönes Deutsch, bei kritischem Treffer plus ein Fokus. Also jede Fähigkeit, die Schaden macht. Bei jeder schadenden Fertigkeit, die einen kritischen Treffer verursacht, gibt es einen Fokuspunkt dazu. Reizt mich jetzt nicht. Schaden durch Stärkehaltung. Habe ich denn die Stärkehaltung? Tatsächlich. Plus 5% Schaden. Beziehungsweise 10 dann danach. Was haben wir hier? Naja. Oder Heilung. Ist auch nicht schlecht. Also mich würde persönlich reizen, entweder das hier. Das hier. Das hier. Oder das hier. So, diese vier wären, denke ich, nicht schlecht. Aber, ja, wie viel fehlt mir hier noch? Lotterie. Ja, komm, ich nehme jetzt mal... Das haben wir ja schon angefangen. Und dann können wir das mal weitermachen. So, habe ich das jetzt auch? Erhöht Fernkampfschaden. Plus 10%. Bei der nächsten Stufe kriege ich dann Zeichen des Bogenschützen. Angriffe haben eine Chance, eine stapelbare Schwächung der Verteidigung gegen kritische Treffer auf Feinde anzuwenden. Auf jede schädliche Fertigkeit. Schädliche Fertigkeit, 20% Chance. 14 von 15. Aha, zusätzlich einen Rang verdienen. Also es fehlt mir noch einen Punkt und dann kriege ich das. Was gibt es denn hier unten für Dinger? Ah ne, hier unten für Dinger. Beharrlichkeit. Ah ne, das waren die Dinger. Hier, das hier. Zuggewicht erhöht Schaden durch Bogenfertigkeit mit Anwendungsverzögerung. Schaden durch Bogenfertigkeit mit Anwendungsverzögerung. Das ist geil. Was haben wir hier? Pfeilregen. Kriegt man Pfeil, die Attacke Pfeilregen? Ihr lasst Pfeile auf die Feinde niederregnen und trefft so mehr als ein Ziel. Auch nicht schlecht. Der hat aber nur
Der hat 2 Ränge und der hier hat gleich 6. Boah. Na, da hoffe ich mal auf gute Zusammenarbeit mit euch, dass ihr mir da hoffentlich weiterhelfen könnt. So. Halt gedienter Grabräuber. Schwein! So. Ihr seht mich nicht, ich bin gar nicht da. Weißt du, so ein leuchtender Hobbit läuft hier lang. Lolololo. Ich bin gar nicht da. So, muss ich jetzt so einen Bären klatschen, oder? Wo liegt das Zeug? Da vorne. It's a trap. Leiche eines Räubers. Huh. So, Tat verliehen. Ja, finde viel Zeug. Ja, sehr gut, haben wir beschafft. Und dann direkt wieder zurück. Sparen wir uns den Weg. Was für ein schrecklicher Tag. Diese Statue ist äußerst interessant, Todaka, und sehr alt. Ich frage mich, wie viele Teile dieser Statue bereits von Räubern mitgenommen wurden. Wenn es uns gelingen würde, die ganze Statue zusammenzufügen, würden wir Kalenglad und den anderen Waldläufern eine große Freude bereiten.